Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pirates Legend. Ja, ihr wundert euch, warum nicht vom englischen Server. Ja, ich wollte heute nur einmal den deutschen Server machen. Hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, weil es ja ein Upgrade gab, beziehungsweise ein Update. Und darüber wollte ich so ein bisschen was erzählen. Und zwar gab es ja hier neue Story. Neue Story gab es. Moment, ich gehe direkt mal rein hier. Es gab neue Story, ne? Kam dazu. Ich habe jetzt schon fast alle durch, nur noch der letzte fehlt noch. Dann kann ich endlich beim Boss-Mode hier nochmal Trafalgar-Lore farmen, Mihawk farmen, Whitebeard farmen, Vanoga farmen. Es gibt so viele Sachen, die man jetzt farmen muss. Und ich habe schon gehört, dass es schon bald wieder das neue Update gibt. Und da gibt es wieder 4 neue Charaktere, die hinzukommen. Das wird wieder mega, mega krass, würde ich sagen. Ansonsten hat sich natürlich noch geändert, ich gehe mal in die Arena rein, da müsste man das eigentlich noch sehen können, bei den Großpiraten auf jeden Fall, gab es natürlich neue Chars, die auf Gold gegangen sind, zum Beispiel Sengoku hier, ne? Könnt ihr mal sehen hier von Classico, da hat er hier Sengoku auf Red auf jeden Fall, ne? Der ist jetzt, kann man jetzt erwecken, mega cool. Bei Zeus ist das hier Vanoga, der geht natürlich jetzt auch auf Rot. Und mega, mega nice Charakter, ja, er greift auch wieder zigtausend Leute an. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt 4 oder 5 sind, ich konnte es leider nicht richtig testen, weil vorher das ganze Team über tot war. Aber ich glaube, er wird wahrscheinlich 4 Leute angreifen, genauso wie Enel auch. Und natürlich ist das eine richtig, richtig heiße Combo. Ja, also wenn die beiden hier zusammen fighten, das ist schon mega, mega cool. So, was gab es denn noch Neues? Ich weiß nicht, ob man hier auch noch, der hat auch einen Ogre. Gorax. Joa. Nico Robin ging auch auf Red. Habe ich jetzt gesehen. Ich weiß gar nicht, ob den einer hat. Ich glaube, bei mir hat den, glaube ich, einer aus der Union, glaube ich. Müsste sein. Gucken einfach mal. Mitglieder. Wer hat den denn gemacht? Da muss doch irgendeiner. Ne, das bin ich. Mal gucken, ob den jemand hier drin hat. Das ist natürlich erstmal jetzt eine kleine Suche. Weil ich muss sagen, ich finde die ja total. Vielleicht ist das auch vorne direkt drin. Vielleicht. Nö. Auf jeden Fall muss ich sagen, richtig, richtig nice. Ich weiß auf jeden Fall, dass einer aus meiner Union hat den auf jeden Fall. Das muss ich erstmal gucken. Wer den hat. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Jetzt natürlich nachts. Jetzt haben die alle natürlich ihre Teams rausgenommen. Den hatte ich, glaube ich, gerade. Base hat den auch nicht drin. Puh, auch nicht. Sensei auch nicht. Tja, ich wollte euch eigentlich zeigen. Aber anscheinend ist es wohl nicht der Fall, dass den hier einer bei mir jetzt gerade drin hat bei sich im Team. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte euch gerne gezeigt, aber tja, was soll ich euch sagen. Ist halt so, kann man halt nicht ändern. Aber auf jeden Fall, die gibt es auf jeden Fall jetzt neu zu erwecken. Mega cool, finde ich. Sieht richtig nice aus, vor allen Dingen Nico Robin, die ist mega geil. Sieht richtig gut aus, wenn sie erwacht ist. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal auch das nötige Erwachenzeug habe, um die halt auch alle auf Red zu ziehen. Das wäre natürlich mega. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wen hatte ich denn als letztes von den Partnern? Marco Jumbel vielleicht? 7. Hier habe ich schon alle auf 7. Ach. Auch schon alle auf 7. Ja, ich habe so die Früchte von den Partnern halt alle hochgezogen, dass die auch mal ein bisschen mehr Dampf machen hier. So, wen habe ich denn noch? Boah, Hancock weiß ich gar nicht, ob ich da alle so 7 habe. 7. Boah, Hancock habe ich auch alle schon. 6, hier haben wir noch einen, den wir nicht gemacht haben. So, dann knallen wir hier natürlich noch mal ein bisschen mit rein. Okay, jetzt ist sie auch auf 7. So, der ist auch noch auf 6. Da können wir auch noch ein bisschen was reindrücken. Umso besser die natürlich sind, die Früchte, umso mehr Leistung haben natürlich eure Hauptcharaktere natürlich nachher auch.
um halt mehr Damage zu machen oder mehr Leben haben oder so weiter und so weiter. Also da gibt's schon einiges, was man da verbessern kann. Vor allem, allein an den Früchten sollte ich auf jeden Fall beibehalten. Ja. Was mache ich jetzt? Das war eigentlich ziemlich kurz. Ich dachte eigentlich, das würde länger gehen, euch die ganzen neuen Sachen vorzustellen. Aber irgendwie ist da dann doch nicht so viel dabei dazu gekommen. Egal, mache ich einfach ein bisschen Story. Auf jeden Fall gibt es ab Mittwoch gibt's dann wieder Folgen vom englischen Server. Also macht euch da mal keinen Kopf. Ich resette hier mal eben alles. Ich habe heute auch noch gar nicht gespielt hier. Ich habe keine Monatskarte. Kann zurzeit keine neue kaufen. Ist natürlich gerade ein mega Problem. Weil man kann jetzt nur noch über... ich sag mal schnell hier über die Dinges kaufen. Über Payment Wall oder wie das sich schimpft. Und da sind zwei Sachen zur Auswahl. Ich weiß gar nicht, ob das auch funktioniert. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Aber es soll wohl funktionieren darüber. Also normal kaufen geht wohl nicht. Da muss man dann über Payment Wall, muss man das wohl machen. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Wenn ihr hier auf Kaufen geht, dann könnt ihr hier drüber nicht mehr kaufen. Das ist richtig blöd. Ihr könnt jetzt hier nur noch über Payment Wall machen. Da kann man dann halt zwei Sachen auswählen. Hier PayPal und Optional Payments. Was immer das auch ist. Habe ich selber noch nicht getestet. Deswegen werde ich aber mal die Tage ausprobieren. Ich meine, mit PayPal geht es auf jeden Fall, denke ich. Sollte es auf jeden Fall. So. Soweit, so gut. Hier können wir nochmal einen blauen Schlüssel holen. Bald kommt ja das Oster-Event. Da können wir wieder ein bisschen Gas geben. 44.000 Berries habe ich mittlerweile. Das heißt, da geht noch was auf jeden Fall. Ja. Viele sagen, haben jetzt letzte Woche geschrieben, so von wegen, ja, gib das doch aus zu Ostern. Nein, ich will ein richtig fettes Event. Ich will ein richtig geiles Event mitmachen. Was, wo man so richtig, ne, abgehen kann halt. So, jetzt machen wir ein bisschen PvP hier. Okay, gegen den, kann ich auch Automatik spielen. Das sollte nicht das Problem sein. Auf jeden Fall will ich natürlich ein bisschen mehr Berries sparen, damit das alles so funktioniert. Weil ich möchte nämlich so ein großes Event mitmachen, wo man direkt 2-3 Goldchars kriegt. Und ich denke mal, wenn ich die, also wenn ich über 100.000 Berries habe, dann werde ich das irgendwann geknackt haben. Und da gibt es dann auch richtig ordentlich was zu holen. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, da noch richtig Gas zu geben. Oder ich gucke mir einfach mal das Oster-Event an. Vielleicht ist das wirklich so ein gutes Event, dass ich da... Also kommt drauf an, wie teuer die ganzen Klamotten sind. Vielleicht gebe ich da wirklich die Berries aus. Aber so ganz sicher bin ich mir da noch nicht, ja. Man muss da noch ein bisschen gucken, ne? Wie das dann so abgeht. So, den hier können wir auch direkt mitnehmen. Er hat gerade kein Team drin. Hier knüppeln wir direkt mit weg. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden irgendwo auf dem Weg noch einen, der hier diese... Ne, sieht schlecht aus. Ich hätte euch wirklich, wirklich super gerne die Nico Robin gezeigt, aber was soll ich sagen? Dumm gelaufen für euch. Schade eigentlich. Ich hätte es euch gerne gezeigt. Ich kann mal gucken, ob in meinem Freundeskreis jemand die Nico Robin drin hat. Das könnte man vielleicht nochmal machen. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber das sieht sehr, sehr schlecht aus. Ich glaube, die würde auch nie einer... Hier hat einer Red Zorro. Aber ich glaube, das würde keiner machen, die als Captain reinzutun. Obwohl es ja eigentlich ein guter Stunner ist. Dann würde ich gerne mal wissen, was sie jetzt so stunt. Ist bestimmt auch nicht verkehrt, die zu haben im Team. Die war eigentlich gar nicht mal so schnell. So schlecht. Vor allem war die sau schnell. Naja, sieht schlecht aus, Leute. Schade. Schade, schade. Ich hätte es euch gern gezeigt. Naja, kann man nichts machen, ne? Ist halt so. Dumm gelaufen. Aber egal. Ja. Ja, ein paar Leute haben mich gefragt, ob ich nicht Zelda Let's Play machen kann. Das geht leider nicht. Weil dann müsste ich hier so ein extra Modul kaufen, womit ich dann die neue Switch halt anschließe und... Ja, es ist nicht so einfach, ja. Es ist echt, ehrlich gesagt, nicht so einfach, das Gerät anzuschließen an Computer. Allerdings wird es bald, soweit ich das mitgekriegt habe, wird es auf der Switch halt möglich sein zu streamen. Das dauert allerdings noch. Dann kann ich mir das ja immer noch überlegen, ob ich nicht vielleicht einen Livestream davon mache. Wäre natürlich auch eine coole Idee.
Aber bis dahin, ne, dauert es auf jeden Fall noch. Die Switch ist noch nicht so weit. Da muss erst noch mal hier und da ein Update kommen. Ja, ich hau mich hier gerade noch ein bisschen durch Apple Down durch. Und ja, wie gesagt, ab Mittwoch wird es auf jeden Fall vom englischen Server wieder kommen. Und ich meine, da wäre gerade ein Event. Ich habe leider die letzten Tage nicht so viel da gespielt, weil ich, wie gesagt, Zelda am Suchten war. Immer noch, ja, ich habe schon, was weiß ich, wie viele Spielzeit schon gemacht, aber naja. Zurzeit ist meine Zeit ein bisschen begrenzt, weil ich natürlich auch ein bisschen Stress auf der Arbeit habe und so, aber das soll nicht, euch nicht kümmern. So, machen wir hier nochmal Impel Down überspringen. Da geht auf jeden Fall noch was. Ich glaube, dann kann ich sogar, wenn ich Glück habe, Sengoku sogar zusammensetzen. Meine ich zumindest. Wenn ich Glück habe, habe ich den dann schon fertig. Können wir ja gleich mal gucken. Weil da fehlen mir jetzt auch noch. Ich glaube, wenn ich den jetzt fertig habe, fehlen mir, glaube ich, noch zwei Stück. Und dann war es das nämlich erstmal. Dann kann ich den erstmal wieder ein Level up machen. Ich würde ihn ja gern auf Rot ziehen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. So, ja. Wir haben Sengoku fertig. Können wir direkt mal zusammensetzen. Mal gucken, ob ich noch was anderes fertig habe, was sich lohnt zusammenzusetzen. Ich habe hier so viele Splitter von so vielen Viechern, die ich überhaupt nicht brauche. Aber meistens setze ich sie dann zusammen, um die zu zerreißen. Sakazuki habe ich auch noch ziemlich viel. Sakazuki. So, Burgess. Ne, was anderes habe ich nicht. Das werde ich jetzt erstmal. Werde den erstmal hier absaven, hier, damit er sichern, damit er nicht außer von mir zerrissen wird. Zwei Stück habe ich schon, zwei fehlen noch. Dann geht auf jeden Fall Sengoku auch nochmal ein Level hoch. Wir machen Free Draw und Blau. Nero. Nero, was ist das denn wieder? Wir haben drei Stück, können wir sogar machen, das ist gut. Bellamy. Komm, einmal was Gutes, komm, ein Guru sei. Komm, 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 komm und. Oh. Nur Blau, meine Damen und Herren. Das ist mal wieder ein Griff ins Klo. Aber egal, ich glaube, ich kann dadurch, wenn dieses Blaue irgendwie fusionieren oder so, vielleicht. Naja, wenigstens etwas. Buggy auf 3. Läuft. Ah ja, ich habe übrigens meinen Vista, habe ich jetzt auf 9. Ja, den habe ich jetzt schon hochgezogen. Noch nicht hochgelevelt, noch nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen. Aber dann ist er eigentlich fertig. Ich habe so viele Charaktere. Wenn ich nur die Splitter hätte, die Goldsplitter, dann würde das auf jeden Fall laufen. Zwei Magellan habe ich schon, zwei fehlen mir nur noch. Dann geht die Prinzessin endlich auf 8 und dann auf 9, wenn ich die Prinzessin alle habe. Ich habe drei Stück, eine fehlt mir noch, aber da bin ich kurz davor, die zu holen. Und ansonsten, boah. Okay, Bellamy habe ich noch da liegen. Dann bleiben die erstmal. Die beiden habe ich auch noch da. Boah, machen wir mal Update. Ich knall zur Zeit alle zusätzlichen Charaktere einfach mal hier so rein. Geht am schnellsten. Dass sie, ich meine, nicht am schnellsten zum Leveln, sondern am schnellsten, dass sie einfach nur weg sind. So. Soweit, so gut. Was können wir jetzt machen? Kistenkampf könnten wir noch machen. Vielleicht haben wir da noch mal Glück, dass wir irgendwie auf jemanden treffen, der vielleicht die Nico Robin drin hat, wo ich das eigentlich nicht glaube. Ich glaube es einfach nicht. Ich weiß, dass einer aus meiner Union hat die, aber schade, dass er sie nicht im Team hat. Wahrscheinlich hat er sie nur als Bound oder so. Kann natürlich sein. Aber naja, nichtsdestotrotz. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, dass die Charaktere auf Red gehen. Ich glaube, ich habe sogar noch einen vergessen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Guru sei B. War, glaube ich, auch noch dabei. Der geht, glaube ich, jetzt auch auf Red, glaube ich. Müsste man halt mal gucken. Aber ich kann euch das am Mittwoch genauer sagen, wenn ich auf dem englischen Server bin, falls da das Update schon drauf ist. Wie gesagt, in letzter Zeit konnte ich da leider nicht so viel spielen. Ja. Und den klüppeln wir auch mal eben schnell weg. Das geht ja relativ zügig. Ist ja nur eine. Ne? So. So, wen haben wir jetzt hier? Vega und Bobby D. So. Ja, komm, kloppen wir den mal weg hier.
Dann würde ich sagen, nehmen wir Flips halt mal mit. Mit seiner Prinzessin auf Gold 1 und erwacht. Ich glaube, er hat jetzt vom Speedwert her schneller gemacht, weil er seinen Enel, seinen Red Enel, halt gemerkt hat, dass der ein bisschen langsamer ist als die Prinzessin. Deswegen hat er die wahrscheinlich auf Gold 2 gezogen. Ist auch sehr sinnvoll, weil die Prinzessin sollte, wenn möglich, als erste angreifen. Und wäre blöd, wenn man die nach Enel, wenn man darauf warten müsste. Wäre natürlich cool, wenn man die direkt losbashen lassen könnte und direkt danach Enel die Ulti drücken. Und am besten direkt hintereinander, damit der Thunder gar nicht erst dazu kommt, irgendwie in Schlacht zu setzen. Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig. Da geht es halt mehr oder weniger um Geschwindigkeit. So, jetzt haben wir hier natürlich alle drei blauen. Deswegen müssen wir mal gucken, welchen wir davon wegkloppen. Würde ich sagen, wir machen mal hier ihn weg. Das müsste eigentlich noch laufen. Sollte eigentlich locker funktionieren. Boah, ich sag ja, ich freue mich schon so dermaßen drauf, wenn ich endlich geschafft habe, dass meine Prinzessin fertig ist. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe die schon gefüttert, die ganzen Klamotten, die Früchte, alles liegt schon da. Ich warte echt nur noch darauf, dass die einfach auf Gold geht. Und wahrscheinlich, wenn ich kurz darauf dann Don Flamingo dann auch noch auf Gold ziehen. Und ich denke mal, das wird natürlich schon einiges ausmachen wieder in meinem Team. Dann gibt es nämlich eine kleine Kräfteunterschied hier. Wäre natürlich mega. Aber mein Team, wie ihr bestimmt schon längst gemerkt habt, ist viel auf MATK aus. Der einzige, der PATK benutzt, ist halt mein Garb, und das ist nicht immer so gut. Ja? Wenn alles auf MATK ist, gibt halt auch Gegner, die halt eher PATK fressen. Und das wäre natürlich dann von Vorteil. Aber schön, dass das hier alles so schön auf Automatik läuft. Okay, das waren jetzt auch nicht wirklich starke Gegner. Die sind eigentlich ziemlich easy zu besiegen. Gucken wir mal, wie es hier läuft. Aber ich denke, Gorax sollte das auf jeden Fall für mich regeln hier. Naja, nicht One-Hit, aber war schon okay. So, da sind schon mal die ersten zwei weg. Ich denke, der Rest sollte kein Problem mehr sein. Sein Kizaru da, der wird nicht wirklich was reißen können. Läuft ja eigentlich ganz gut. Ja, schade. Ich hätte euch gerne noch die Nico Robin heute in der Folge gezeigt, aber es sollte wohl nicht sein. Da kann man manchmal einfach nichts machen. Manchmal ist es einfach so. So, das Team geht jetzt auch gleich down. Das ist nur noch hier der Trafolgar-Lore, der hier anwesend ist. Der versucht sich jetzt noch hochzuheilen und ist voll auf Dodgen, wie man merkt. Das ist natürlich schon eine miese Nummer. So, damit wäre der Kistenkampf auf jeden Fall beendet. Und, wow, 18.000. Das passt schon. Da kann man uns auf jeden Fall wieder Rage-Splitter holen. So, das war auf jeden Fall schon mal Impel Down, Kistenkampf und Arena. Und am Mittwoch sehen wir uns auf jeden Fall vom englischen Server. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und, ja, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen, wollte ich auf jeden Fall mal das Update zu zeigen. Ich weiß nicht, ob es auf dem Englischen schon drauf ist, deswegen habe ich es erstmal auf dem Deutschen gezeigt. Ich hätte natürlich vorher gucken können, habe es aber irgendwie jetzt total verpennt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Bis Mittwoch. Ciao.